Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach Zuckerrohr. Ich finde zwar immer wieder Gewässer, aber kein Zuckerrohr. Einen Fluss habe ich hier auch schon länger keinen gesehen. Falls ich jetzt keins finde, werde ich dann umdrehen und zum Dorf zurückreiten. Solange ich noch ungefähr weiß, wo das Dorf ist. Ah, da haben wir einen Fluss. Da sind normalerweise immer die Chancen, ganz gut Zuckerrohr zu finden. Aber so wie es ausschaut, ist hier auch keines. Ah, man sieht, wenn man da nicht aufpasst, die kommen sofort aus ihren Löchern, die Monster. Aber aktuell, es macht einfach Spaß zu reiten, wenn man so schöne, weite Ebenen hat. Es gibt nichts Schöneres. Da muss ich nicht hin. Da sind Pferde. Da ist der Wald. Da sind Sonnenblumen. Dann gehe ich mal in die Richtung. Hier was? Na, schauen wir mal da durch, ob das der richtige Weg ist. Oder ich da komplett falsch jetzt bin. Nö. Da ist der Fluss. Aber schauen wir mal, ob wir da vielleicht Zuckerrohr finden. Wo ist unser Dorf? Ah ja, das sind die Blumen, an die kann ich mich noch erinnern. Da sind wir vorbeigekommen. Bin ich ja irgendwie außen vorbeigeritten. Ah, da ist Zuckerrohr. Nehmen wir das gleich mit. Aber wo ist unser Dorf? Vielleicht in die Richtung? Ah, da ist es. Vorsichtig. Ah, geht. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Haben wieder einiges eingesammelt. Ich habe noch Eisen dabei. Könnte ich mir einen Kübel habe ich ja, könnte ich mir noch einen Kübel Wasser machen eigentlich. So, dann misste ich wieder ein bisschen aus. Zäune brauche ich nicht, die Tore eventuell. Kann ich noch Tore einsetzen? Ich brauche auch nicht so viele Werkbänke eigentlich mit. Holz können wir vorläufig auch mal da lassen. Jo, passt. Und dann machen wir uns einen Kübel. Wasser haben wir ja da.
in so einem kleinen See mit den Hühnern. So, wo machen wir denn die Felder? Und da oben haben wir schon. Da haben wir die. Wir könnten es einfach daneben quasi dran bauen. So eigentlich nicht. Dann müssen wir nur ein bisschen Terraforming betreiben. Wäre aber jetzt auch nicht so schlimm. Kann ich hier ein bisschen was wegschaufeln. Ah, da ich eh noch eine Eisenschaufel. Aus dem Weg. Ich brauche Platz. Gepasst. So. Und die Aufteilung der Felder könnte man eigentlich auch noch überarbeiten. Weil vom Wasser her kommen wir quasi, können wir vier in die Breite gehen, links und rechts jeweils von so einem Wasserlauf. Das heißt, das werde ich auch noch ändern. Aber zuerst werde ich mich mal schlafen legen. Dann werden wir da komplett das alles umbauen. Kürbisse habe ich eh mit. Haben wir da noch irgendwelche Samen? Gut, wir können das noch mitnehmen, das mitnehmen. So. Aber vielleicht werde ich das in Zukunft auch so mischen, so abwechselnd. Abwechselnd mal was im Dorf machen, dann wieder. Dann wieder quasi einen Erkundungsritt machen. Ich denke, das könnte ganz gut klappen. Dass für jeden was dabei ist. Es gibt ja die einen, die wollen mehr Höhlentouren, andere wollen mehr Bausachen, die nächsten, denen gefallen eher mehr die Erkundungen. Bei Zeiten sollte ich irgendwann vielleicht dann noch zurückschauen, meine ganzen Ressourcen holen. Die wir noch am Startpunkt liegen haben. So, dann werden wir das mal zumachen. Also müssen wir da erstmal die Erde rausholen. So, 1, 2, 3, 4, genau, dann kommt hier. Kommt dann Wasser rein. Jetzt kommen wir da eh. Theoretisch wird es so, wie es hier ist, schon ausreichen, aber ich finde es trotzdem schöner, wenn das alles. No, wenn das alles schön zusammenrinnt. Schaut einfach besser aus. Passt. Dann können wir hier ja die Erde wieder reinschütten. Machen wir hier dicht. Dann haben wir hier mal die erste Seite fertig.
Dann kann man das eigentlich auch wegnehmen. Und mit Erde auffüllen. Das sollten wir uns aber auch vorher noch ein bisschen Erde holen. Ja, machen wir hier mal ein Tor rein, provisorisch. Upsala. So, weil da ist eh jede Menge Erde. Mit der Eisenschaufel kann man das auch ganz gut wegräumen. Diamant geht natürlich noch schneller, aber für so Arbeiten reicht auch eine Eisenschaufel. Ich hätte auch einen Stein nehmen können, aber Eisen geht dann doch eine Spur schneller. So, wie viel haben wir jetzt? 59. Dann machen wir den Stack noch voll. So. Okay. Dann machen wir hier mal dicht. Drei. Das heißt hier, das kommt weg. Aha. Sehr schön. Wasserfluss haben wir auch gleich richtig hergestellt. Ich schau noch mal, genau. Vier Stück. Drei, dann haben wir hier auch nochmal. Kommen die weg. Ich meine, theoretisch, wenn die vier gehen, dann brauche ich hier eigentlich gar keinen Wasserfluss. Weil der tut das eh bewässern bis hier. Das heißt, 1, 2, 3, 4, dann brauche ich eigentlich hier erst wieder einen Wasserfluss. Das effizient quasi ausnutzen wollen. Dann 1, 2, 3, 4. Dann mache ich nur eine Markierung. Ja, passt. So, dann können wir das eigentlich dann dicht machen. Holen wir uns nur das Wasser raus. So. Genau, und da machen wir uns gleich einen neuen Wasserstrom. Brunnen noch auffüllen. Dann die Kübel. So. Und dann, oh, ah, da ist was oben. Genau, dann haben wir hier
kann man dann noch einmal, zweimal, dreimal, viermal. Sind wir da auch gleich durch mit den Anlegen der Felder. Jo, passt. Oder kann ja da die Fackeln quasi etwas gezielter verteilen. Natürlich, wenn man will, die Umrandung dann wieder komplett herstellen mit den Baumstämmen. Wird sicher nicht so schlecht ausschauen. Ich überlege mir gerade dann noch die Aufteilung der Felder. Wir haben, genau, wir haben Getreide, Kartoffeln. Genau, hier werde ich mal die Karotten einpflanzen. Mal alles komplett abernten. Ja, 32, schau mal, geht sich das aus? Oh, nicht ganz, glaube ich. Oder? Ah, doch. Und daneben machen wir die Kartoffeln. Da, wo, wo sind? Da haben wir 11. Da kann man sicher auch wieder ein paar abernten. Machen wir auch. Mal, wie weit wir damit kommen. Okay, ich sehe gerade, es ist wieder Zeit für eine Aufnahmepause. Ich werde jetzt noch die Felder schnell fertig bewirtschaften. Samen, gut, da haben wir jede Menge. Würde ich sagen, machen wir hier noch das Getreide anbauen. Also jetzt habe ich wieder Kartoffeln, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte hier Getreide machen. So. Dann hier. Okay, schaut gut aus. Dann fehlen eigentlich jetzt nur noch hier die Kürbisse. Die werde ich da so mittig einmal durch. Dann können da links und rechts dann jeweils die Kürbisse wachsen. Ja, passt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal in Minecraft. Tschüss!